Hallo meine sehr verehrten Damen und Herren und willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Namenlos. Ja, in der letzten Folge haben wir erstaunlich viel weitergebracht. Wir waren sehr produktiv, haben den Osmium Compressor und einige der Grundsteine für den Digital Miner gelegt. Und heute machen wir bei dem ganzen Zeug weiter. Nämlich entnehmen wir jetzt das Enriched Alloy und schauen wir mal, wo wir da geblieben sind. Genau, eins können wir auf jeden Fall schon machen. Wir können hier drei von den... Ich hoffe, wir brauchen nur zwei. Von den Reinfined Obsidian Ingots machen. Genau. So. Denn wir wollen ja den Digital Miner machen. Das ist das Endprojekt auf jeden Fall. Wofür wir jetzt die ganze Zeit schon sparen. Wir brauchen zwei Circuits. Haben wir auf jeden Fall schon parat. Dann können wir das auf jeden Fall auch schon machen. Jawohl. Einmal. Oh, für das andere habe ich zu wenig Eisen dabei. So, dann nehmen wir noch ein bisschen was raus hier. Und weiter geht's. Können wir noch eines machen, auf jeden Fall. So, dann haben wir zwei von denen. Dann fehlen uns nur noch die hier. Dafür sollten wir eigentlich auch alles haben. Das Lapis haben wir gerade nicht dabei, sehe ich. Das holen wir uns direkt mal. Dann können wir die auch schon machen. Die Teleportation Cores. Einmal, zweimal. Genau, nicht mehr. Weil sonst haben wir ein Problem. Dann brauchen wir den kleinen Racker hier noch. Das brauchen wir noch. Okay, dafür brauchen wir auf jeden Fall viel Steel und Light Gray. Oh, Light Gray. Wie mache ich denn das Light Gray Stained Glass? Grey Dye, wie mache ich den? Weiß. Oh, die Inksacks. Schwarze Wolle. Schwarze Wolle können wir das. Das ist halt echt ungut mit diesem blöden schwarzen Zeug. Achso, wir können irgendein Glas dafür verwenden. Okay, gut. Gut, gut. Dann ist es halb so wild. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen Stahl. Und da weiß ich jetzt gerade nicht, wie wir den herstellen können. Genau, Steel Dust. Aber da gab es doch noch eine andere Möglichkeit, oder? Bilde ich mir das gerade nur ein. So. Wie stelle ich das her? Nein. Da. Coal. Coal Powder und Iron Ingots. Das ist noch wesentlich leichter als mit diesem Infuser die ganze Zeit. Deswegen schlage ich vor, machen wir das auf diese Variante mit unserem Simple Alloy Smelter. Da brauchen wir ein bisschen Kohle noch. Habe ich noch Kohle? Ah ja, habe ich eh dabei. Die jagen wir mal ganz schnell durch den Pulverizer. Nehmen wir die Hälfte raus. So viel brauchen wir jetzt nicht. Und holen uns das Ganze dann hierbei ab. 2, bitte noch eins, 3, okay, schmelzen wir das mal durch, das und das, scheint zu funktionieren, jawohl, so, dann wird der Stahl auf jeden Fall schon mal produziert und wir brauchen noch Kissen, habe ich noch Holz, oh, ich hoffe ich habe irgendwo Holz, ich will nicht Holz sammeln gehen. Habe ich jetzt ehrlich gesagt keine Lust drauf. Sorry, habe kurz einen Hustenanfall bekommen. Das wollte ich euch ersparen, dass ihr mir beim Husten zuhören müsst. So, dann schauen wir mal kurz. Haben wir noch irgendwo Holz? Ich hätte gerne ein bisschen Holz noch. Haben wir natürlich nicht. Das heißt, wir gehen ganz schnell her und klopfen uns da ein bisschen Holz raus. Einmal. Zweimal. Dreimal. Und viermal. Jawohl. Und wir craften das durch. Haben 16 Holz, das sollte auf jeden Fall genau für zwei Kisten reichen.
einmal und zweimal. Wer sagt es denn? Genau, zwei Kisten. Gut, dann haben wir inzwischen wahrscheinlich ein bisschen Kohlpowder auch noch. Jawohl, das können wir auf jeden Fall da reinlegen. Genau, denn für ein Stil wird zwei Kohlpowder benutzt, glaube ich zumindest. Dachte ich. Gut, da die Kohle können wir auch mal. Ah, hauen wir die auch noch schnell durch. Dann haben wir zwei Stil. Wie viel Stil haben wir? Zwei Stil nur? Oh, okay. Gut, was können wir noch machen? Eigentlich jetzt gerade nicht viel aus erwarten. Den Circuit haben wir ja noch, glaube ich. Ja, aber wir können uns aber noch ein paar mehr Circuits machen, indem wir uns... Doch, Redstone haben wir da hinten in der Kiste, ne? Ja. Indem wir uns ein paar Redstone schnappen. Hier. Oh. Oh, okay. Okay, das war's. Da brauche ich eh nicht. Gut, dann haben wir das, die zwei Bricks auch schon. Also Ingots, wollte ich sagen. Zwei Ingots auch schon. Dann haben wir hier ein bisschen Redstone rein und ein paar Osmium. Ja, machen wir halt nochmal so 7 Circuits. Gut, dann hier haben wir nochmal 12 Coal Dust. Das Sulfur brauchen wir im Moment gerade nicht. Den hauen wir auf jeden Fall nochmal hier rein. Und dann brennt das vor sich hin. So, wenn wir den Robot dann fertig haben, sollten wir eigentlich schon alles haben und könnten den Digital Miner eigentlich schon bald oder jetzt dann heute noch in Betrieb nehmen, wenn alles glatt läuft. Hier haben wir noch ein Inferium Essenz. So, hier haben wir das, die eine Eisenpflanze, hier die andere, die wächst schon ganz schön. Jawohl. So. Dann haben wir hier noch ein paar Circuits. Hier haben wir beide neue Stahl, hoffentlich. Bitte. Schneller. Es geht mir alles zu langsam. So. Können wir das jetzt schon machen? 1, 2, 3, 4, 5. 5 Stahl und wir haben 4. Aber wir können den Steel Case auf jeden Fall schon mal machen. Dann haben wir den auf jeden Fall. Dann sollten wir eigentlich schon alles haben, außer den Rob. Genau. Und dafür brauchen wir noch 6 Stahl-Ingots. Also 6 Stahl-Ingots. Dann können wir den Robot auch schon machen. Jawohl. Das schaut ja nicht schlecht aus, dass wir in dieser Folge schon fertig werden. Das dauert nicht mehr lange. 5 noch. Dann sollte das passen. So, was können wir in der Zwischenzeit noch machen? Genau, ich würde schauen, was eine Dierpflanze kostet. Diamond. Diamond. Seed. Die hätte ich nämlich gerne. Okay, eine Supremium Essenz. Ah ja, okay. Gut. Gut. Dazu muss ich reihenweise Essenzen craften. Nicht schlimm. Machen wir einfach mal schnell. Und schauen wir mal, wie weit wir mit diesen Essenzen kommen, was wir da alles herstellen können. Was habe ich da den Kristall drinnen? Habe ich den da reingegeben? Ja, den habe ich hier reingegeben. Jawohl. Hier haben wir auch in dem Rucksack hatten wir auch noch die Inscriber Presses drinnen. So, so, so und so. So, zack. Jawohl, 36. Dann können wir das auch nochmal teilen, schnell aufteilen. Zack, 39 haben wir jetzt. Dann können wir das, das, da. Ja, nur mehr 9 von denen. Ui. Das schmerzt natürlich. Haben wir nur mit 2 von denen. Okay. Nun gut, da brauchen wir noch
deutlich mehr von dem, aber es gibt ja die Inferium Seeds, die kann man ja upgraden, ne? Genau. Und davon hätte ich gern ein paar Upgrades gemacht. Ja, das können wir uns auf jeden Fall leisten. Der 3er Upgrade, das 4er ist dann schon mit dem blauen, genau. 4er, 5er, gut. Also das 3er Upgrade können wir auf jeden Fall mal machen. Ich weiß so nicht, was es uns bringt, aber ich schätze mal, dass wir dann mehr Essenzen rausbekommen. Und das hätte ich ganz gerne mal schnell noch gemacht. Während hier der Schal noch schnell fertig durchbrennt, können wir das auf jeden Fall nochmal schnell machen. Dann bauen wir diese hier ab. Zack. Was haben wir kurz raus? Alles so verbrauchen wir im Moment nicht. So, dann gehen wir in den Crafting Table und craften bitte diese zwei zurück zu 8 von denen und machen uns eine Tier 3. Nicht? Oh, was brauche ich dafür? Was brauche ich dafür? Oh, ich muss mir das durchcraften. Okay. Ja, dann machen wir uns auf jeden Fall mal Stufe 2. Schauen wir mal. Wir brauchen 3. Das geht sich gerade nicht aus. Verdammt, wir brauchen ein bisschen mehr Inferium. Haben wir noch irgendwo Inferium drinnen vielleicht? Irgendwo. 2 Inferium, 3 Inferium werden es, die uns fehlen. Auf. Okay. Gut. Dann halt nicht. Dann craften wir halt noch eins zurück und können das andere halt erst nächstes Mal machen. Trotzdem haben wir die Tier 2 Samen dann mal auf jeden Fall. So, jetzt nehmen wir aber das hier weg und pflanzen die hier an. Die können wir hier anpflanzen. Jetzt bin ich mal gespannt, was mir das bringt. Ich habe keine Ahnung. Wir lassen es auf uns zukommen. Gut. Inzwischen haben wir die 6 Stahl auch schon. Und wir können endlich unseren Digital Miner machen. Digital Miner. Also unseren Robot eigentlich. Upsi. Zack. Die Kiste. So können wir unseren Robot machen. Und. Ta-ta-ta-ta. Der Digital Miner. Okay. Was der macht, wie er funktioniert und ob er funktioniert, das seht ihr in der nächsten Folge. Lasst gerne ein Like da und ein Abo da, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. In diesem Sinne, ich hoffe, euch hat es gefallen. Macht's gut. Bis dann und ciao.